Hallo Freunde des Horror Survival Genres. Kennt ihr es? Habt ihr die letzte Folge gesehen? Vergesst es einfach. Moment, ich muss mal eben was gucken. Wir haben die. Das flackert schon wieder. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es echt nicht. Naja, im Gameplay ist es nicht, nur im Menü. Komisch, ich geh noch mal rein. Das flackert auch nur auf dem Monitor. Also, ich habe hier noch einen Fernseher, da ist das nicht. Ich habe extra den Laptop hier neu gestartet gerade. Und hier läuft auch nichts im Hintergrund, gar nichts. Mal hier nochmal gucken. Das ist auch okay. Weiß ich nicht. Vielleicht hat sich der Gräber irgendwie verstellt bei der Auflösung oder so. Naja, alles live hier. Ich muss das mal gleich gucken. Mal gucken erstmal, ob die Tante weg ist. So, können wir jetzt mal in Ruhe hier uns das nochmal antun, ob uns das irgendwas sagt. Drei geistlichen Substanzen. Ein seltsames Durcheinander von Buchstaben und Zahlen. Ich frage mich, ob dieser Wandteppich eine tiefere, unterschwellige Bedeutung hat. Ja, hatten wir schon mal. Darf ich nochmal drauf gucken? Dankeschön. Merkuri. Cadmium. Also ganz ehrlich, es sagt mir nichts. Und was noch war, ich glaube, ich habe mich tatsächlich auf dieser letzten Steinplatte vertippt. Hier war das Karussell richtig. Richtig. Glühende Sonne, strahlender Stern, gleißendes Mondlicht. Sun. Nee, ist richtig. Moonlit. Weißt du was? Ich probiere das jetzt einfach aus. So, pass mal auf. Du bekommst jetzt die Sunplatte. Kann ich hier nicht gebrauchen. Vielleicht die Starplatte? Kann ich hier auch nicht gebrauchen. Die Moonlitplatte? Kann ich hier nicht gebrauchen. Was? Was soll denn das? Stehe ich nicht richtig? Also jetzt stehe ich richtig. Nochmal von vorne benutzen. Ah. Nichts ist passiert. Jetzt ist die Frage, haben wir die noch? Nee, natürlich nicht.
nehme mal die Star-Platte. Nichts ist passiert. Okay, dann kann es ja nur noch die Moonlied-Platte sein, ne? Nichts ist passiert. Was? Habe ich mich doch verschrieben? Toll, jetzt habe ich keine Platte mehr. Das muss irgendwo noch eine Lösung geben. Hui bellt schon wieder. Kommt die Alte jetzt wieder angelaufen? Entschuldigung, also dieses Moonlit Sun. Das sind ja Koordinaten irgendwo, ne? Da oben stehen Zahlen. Ja, da hänge ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte in dieses Badezimmer. So. Ja. Und machen wir uns einfach noch mal neue Platten. So, das war's dann. Immerhin haben wir wieder 10. Also 10 zur Verfügung. Star. Und Moonlit. Moonlit, so, ne? Richtig. Gut, haben wir unsere Platten schon mal wieder. Machen wir uns noch mal eben frisch. Status wiederhergestellt. Puh, ja, weiß ich auch nicht. Da nutzen wir die Möglichkeit zu speichern. Das können wir mal locker überschreiben. Ist ja wieder nichts passiert. Na, ich wollte gerade schon sagen, wieso ist die Tür wieder zu, aber sie ist ja... War wahrscheinlich Daniela. Darf ich hier mal gegentreten? Wahrscheinlich wecke ich dann wieder das ganze Haus auf. Viola-Medaillon.
Was war hier nochmal? Das war das Ende, glaube ich, ne? Ach nee, das war... Ach Gottchen. Wo war denn das Ende? Das war hier hinten bei dem Püppchen, ne? Ja, genau. Hier war auch tatsächlich nichts. Erstmal. Na gut. Ich kapiere das nicht. Hier war auch nichts weiter, glaube ich. Nö. Da ist dicht. Ja gut, dann würde ich sagen, das Rätsel kann mich mal. Erstmal. Wir haben ja noch eine Möglichkeit für ein weiteres Rätsel. Und zwar hier unten war das, ne? Ja, genau. Da stand ja was von wegen Lüge und Wahrheit. Genau. Habe ich letztes Mal vorgelesen. Ja, Hui ist aber irgendwie nicht zufrieden damit, ne? Guck mir das nochmal an. Was haben diese Koordinaten zu sagen? Ich erkenne da nichts. Tut mir leid, Freunde, ich schaue in die Lösung. Das macht so keinen Sinn. Normalerweise mache ich das nicht. Aber so bringt es ja auch nichts, ne? Also, ich überschreibe das mal wieder. So, und in der nächsten Folge geht es dann hoffentlich auch weiter. Bis dahin. Tschüss.